Bin ich schon drauf? Okay, ich bin hier in den GameStar-Redaktionsräumen und wir schauen mal, ob wir einige der Stars von Raumschiff GameStar vor unsere Linse kriegen. Folgen Sie mir. Hasta la vista, Baby. Mr. Vader. Mr. Vader. Was gibt's denn? Wie geht's Ihrem Asthma? Meinem was? Ihrem Asthma. Seit der ersten Folge von Raumschiff GameStar röcheln Sie doch bei jedem Satz wie eine Dampflok. Woher kommt das? Die Fragen lästiger Reporter schnüren mir manchmal regelrecht die Kehle zu. Können Sie das nachvollziehen? Ja, doch, kann ich. Hasta la vista, Baby. Nein, bitte so, wie es im Drehbuch steht. Nochmal. Hasta la vista, Baby. Nick. Moment, Herr Galuschka, haben Sie eine Sekunde Zeit für ein paar Fragen? Oh, ja, ja, natürlich. Den habe ich gesehen. Der ist ganz da hinten, am Ende von Folge 10. Soll ich? Ja, Mick. Hasta la vista, Baby. Toni, Sie als Produzent von GameStar TV müssen ja besonders stolz darauf sein, dass die Serie jetzt auch ins Englische übersetzt wird. Stehen denn die Synchronsprecher? Ich könnte mir da Sean Connery oder Robert De Niro vorstellen. Denn schon fest? Was? Synchronsprecher? Ach so, ein Schmarrn. Ha? So ein neumodisches Zeugs kommt mir nicht ins Studio. Nein, bei dem paar Satz, ich spreche nämlich allweil noch selber. Ja? Für die Amis tut's das nämlich schon lang. Geh, schau doch einen Schwarzenegger an. Ha? Dem sei österreichisch Nuschel, das verstehen sie drum auch. Auf die Akzente achten, Nick. Nochmal bitte. Hasta la vista, Baby. Komme ich jetzt im Fernsehen? Nein. Martin, sagen Sie, waren die Dreharbeiten mit dieser furchterregenden Maske denn nicht schrecklich anstrengend für Sie? Oh ja, das kann man wohl sagen, aber zum Glück muss ich es ja nicht immer fragen. Boah. Oh Toni, das schaffe ich doch nie. Doch, Mick, und weißt auch genau, was fehlt. Charlie, Sie spielen den glimmigen Wild-West-Textchef der Serie. Und natürlich sind Sie nie ohne Ihren Hut zu sehen. Würden Sie ihn für uns bitte einmal abnehmen? Nein. Ach bitte. Nein, keine Bilder von mir ohne Hut. Schon gut, schon gut. Okay, okay, okay. Sie müssen ja einen unglaublichen Hass aufgestaut haben. Nein, ich habe nur ein kleines Problem mit meinem Friseur. Ich mag sie nicht. Ohne geht's nicht. Na gut. Hasta la vista, Baby. Sein Auftritt als knuddeliges Mitglied der GameStar Crew brachte ihm Weltruhm ein und beim gefährlichen Zusammentreffen mit Doc Vader stockte uns allen für einen Moment der Atem. Was ist das für ein Gefühl, so berühmt zu sein? Ja. Cool, Mann, echt cool. Nur Peter, dieser Schnachsack, geht mir total auf den Pelz. Ich habe Hamlet gespielt, das war auch schön. Red hier kein Plüsch und bring mir lieber Dolden, aber zackig. Ich geh schon. Herr Lange, Sie sind nicht nur ein gefragter Schauspieler, sondern auch der Chef einer großen deutschen Spielezeitschrift. Wie bewältigen Sie diese Doppelbelastung? Ja, da haben Sie recht. Und die Rumbrüllerei die ganze Zeit. Ich bin schon heiser. Aber jetzt habe ich mich geklont. Nicola? Ja, gerne. Und was, wenn Ihnen die Zeit trotzdem noch zu knapp wird? Ach, da habe ich längst vorgesorgt. Hasta la vista. No problemo. Hasta la vista, Baby. Hasta la vista, Baby. Mit diesen Bildern von den Dreharbeiten zur neuen Staffel verabschiede ich mich von Ihnen, meine Damen und Herren. Wir hoffen, Sie schalten auch das nächste Mal wieder ein. Wir würden uns freuen, Sie wieder an Bord der USS GameStar begrüßen zu dürfen. Flugkünstler und Actionfans können sich auf Drakan freuen. In dem Spiel kämpfen sie als ranke und schlanke Heldinnen gegen die Monster eines bösen Zauberers.
Sie sind nicht allein unterwegs. Der Drache Arok steht ihnen zur Seite. Mit dem feuerspeienden Flügelwesen fliegen sie blitzgeschwind über Berg und Tal und liefern sich heiße Schlachten mit anderen Drachen. Die Steuerung des ungleichen Duos ist absolut einfach. Sobald Drin sich ihrem Begleiter bis auf eine bestimmte Distanz nähert, springt sie automatisch auf seinen Rücken. In der Luft flattert das wendige Fabelwesen beinahe wie ein lebendiger Helikopter. Arok kann stehen bleiben, in Kämpfen flink ausweichen oder sich mutig in Tiefen stürzen. Elegant schwingt das riesige Biest seinen mächtigen Körper über gewaltige Berge. Nie hat Drachenfliegen so viel Spaß gemacht. Die wunderschöne Fantasy-Welt mit kleinen Dörfern und Siedlungen können Sie völlig frei erforschen. In vielen Hütten finden Sie besonderes Zubehör oder treffen auf andere Personen, die Ihnen mit Ratschlägen und Hinweisen weiterhelfen. Ein Großteil von Drakan verbringen Sie zwar in luftigen Höhen, aber zwischendurch marschieren Sie zu Fuß mit Rünen und schubsen auch mal einen schweren Gesteinsbrocken auf eine feindliche Bestie. Auch technisch fliegen sie in Drakan auf der Höhe der Zeit. Die Hauptfigur Rün bewegt sich realistischer als viele ihrer Action-Kollegen. Sie läuft und springt per Skeletal Animation. Hinter ihren adretten Texturen verbirgt sie ein künstliches Knochenskelett. So können die Entwickler sie viel einfacher zum Leben erwecken als etwa die verhältnismäßig komplexe Polygonkonstruktion Lara Croft. Anders als in Tomb Raider besteht die Spielumgebung nicht nur aus Würfeln, sondern wirkt dank realistischer Rundungen sehr natürlich. Der wandernde 3D-Schatten der Heldin verrät, dass das Programm auch aufwendige Lichteffekte kennt. Drakan gehört mit seiner Mischung aus bodenständigen Action-Elementen und abgehobenen Luftkämpfen zu den Spielhoffnungsträgern des kommenden Frühjahrs. Colin McRae Rally ist in unserem Rennspieltrio die geglückte Mischung aus detaillierter Simulation und kurzweiliger Rennaction. Und das, obwohl sie ausschließlich alleine unterwegs sind. Dafür, dass der Fahrspaß trotzdem nicht zu kurz kommt, sorgt das perfekt nachgeahmte Fahrverhalten der Rallye-Boliden. Außerdem warten statt langweiliger Rundkurse über 50 fantasievoll gestaltete Etappen auf die Piloten, die in 8 so unterschiedlichen Ländern wie Indonesien, Neuseeland und Schweden ausgetragen werden. Nicht nur aufgrund der ständig wechselnden Wetterverhältnisse ist ein gut abgestimmtes Auto für eine schnelle Zeit unerlässlich. Colin McRae beschränkt sich hier allerdings auf die wichtigsten Optionen wie Reifenwahl, Federhärte oder Lenkempfindlichkeit, die zudem nur grob in 5 Stufen eingestellt werden können. Herausragend sind die extrem echt wirkenden 3D-Modelle der Rallye-Fahrzeuge, denen zudem ein ausgefeiltes Schadensmodell spendiert wurde. So verbiegen sich bei einem Ausritt nicht nur die Blechteile beeindruckend realistisch, sondern Schäden haben auch einen direkten Einfluss auf das Leistungsvermögen ihres Fahrzeugs. NICE 2 ist das mit Abstand actionlastigste Programm unter den 3 hier vorgestellten Rennspielen. Der Nachfolger des recht erfolgreichen Have a Nice Day ist zudem das einzige, das keine real existierende Rennserie simuliert. Mit einem von über 30 Wagen rasen sie um Sieg und Preisgeld, das anschließend in bessere Ausrüstung, leistungsfördernde Tuningteile oder gleich in ein neues Vehikel gesteckt wird. Neben diesen normalen Rennen treten sie in zuvor vereinbarten Duellen gegen einen ihrer Kontrahenten um extrem hohe Prämien an. Das Besondere hierbei: Der Gegner muss nicht nur auf der Piste geschlagen werden, sondern kann auch mit allerlei Waffen wie Homing-Missiles, Nagelwerfer oder Reifenschlitzer zur Strecke gebracht werden. Angesiedelt ist der Rennkalender von NICE 2 auf 7 rund um die Welt verteilten Ländern. Seien es die verwinkelten Gässchen Korsikas, die staubigen Wüstenpisten Ägyptens oder auch die Highspeed-Abschnitte auf deutschen Autobahnen,
Dank der tollen Grafik kommt das spezifische Flair des jeweiligen Gastgeberlandes wunderbar rüber. Grand Prix Legends steht ganz in der Tradition klassischer Papyrus-Rennspiele. Wie bei IndyCar oder NASCAR Racing werden Sie sich am Anfang öfters neben der Piste als darauf wiederfinden. Etwas Geduld ist deshalb schon angebracht, bis Sie Ihr Fahrzeug richtig im Griff haben und auch nur auf halbwegs schnelle Rundenzeiten kommen. Dazu sind auch perfekte Einstellungen am Fahrwerk nötig. Das entsprechende Setup-Menü ist Papyrus-typisch sehr detailliert ausgefallen. Simuliert wird die Saison 1967, in der Ferrari das einzige Team war, das auch heute noch in der Formel 1 vertreten ist. Daneben bildeten die Rennställe von Lotus, Brabham, Eagle, Cooper, IAM und Honda das Starterfeld. 1967 war auch das letzte Jahr, in dem die Boliden keinerlei Werbung aufwiesen und stattdessen noch in den jeweiligen Landesfarben antraten. Die Engländer in grün, Italiener in rot, Amerikaner in dunkelblau und Japaner in weiß. Die WM wird auf insgesamt 11 Pisten ausgetragen, die sich recht deutlich von den heutigen unterscheiden. Sturzräume waren fast ebenso unbekannt wie Schikanen. Außerdem waren die Kurse zumeist deutlich länger. Das reicht bis hin zu den 23 Kilometern, die auf einer Runde der Nürburgring-Nordschleife zurückzulegen waren. Nicht umsonst hatte die Mörderstrecke mit ihren über 170 Kurven den Beinamen Grüne Hölle. Thank you.
Many moons have passed since I left the town of Tristram behind me. Since then, I've tried to forget the terrors I beheld beneath the cold earth, and the twisted nightmares that have haunted my every waking moment. There's something dark within me now. I can feel it, driving me towards the east, assuring me that my salvation lies within the ruins of ancient kingdoms. Though I know the way, I know not what perils will arise to hinder my journey. And as I pass through the first gate, I know that the better part of my soul will remain behind.